Hallo Leute, der Evalvok wieder hier. Das letzte Mal standen wir gerade vor dem riesen Bildschirm. Und sind gerade noch bis zum Anfang der Rede vom Präsidentieren gekommen. Jo, dann schauen wir mal, was er uns zu sagen hat. Seid gegrüßt, ich bin Winsor Dealing, Präsident Galbadias auf Lebenszeit. Ich stehe heute vor Ihnen, um folgende Ankündigung zu machen. Wir, die Menschen dieser Welt, haben die Macht, alle Kriege zu beenden. Seht, es ist eine Friedensansprache an die Welt, ich wusste es. Ja, es sehr viel, nicht wirklich, denke ich. Unglücklicherweise gibt es ein paar unbedeutende Probleme, die zwischen Galbadir und den anderen Nationen stehen und behoben werden müssen. Was war das? Ich plane eine Zusammenkunft mit den Anführern der anderen Nationen, um diese Probleme schleunigst zu beheben. Erlaubt mir nun, euch meine Botschafterin vorzustellen, die mich auf der Konferenz vertreten wird. Mann, all das nur, um eine Botschafterin vorzustellen? Die Botschafterin ist die Hexe. Die Hexe? Tut er. Christus, bleib zurück. Squall, was sollen wir tun? Zum letzten Mal. Bleib zurück. Du provozierst sie nur. Nichts. Es ist unser Auftrag, den Waldeulen zu helfen. Das geht dich nichts an. Timber Team, seht ihr zu? Kommt hier, jetzt! Ihr habt die Erlaubnis, wir brauchen eure Hilfe. Na, das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Okay, da laufen sie sogar von selbst. Okay, hier aber nicht. Wir müssen ihn bändigen. Was denkst du, was du hier machst? Ist das nicht offensichtlich? Was hattet ihr mit dem Typen hier vor? Was wir vorhatten? Ach ja, richtig. Er kennt Rinoa. Ist er wegen ihr hier? Ich hab's. Du bist Rinoas. Halt's Maul, du feiges Hühnchen. Er ist aus dem Disziplinarraum ausgebrochen, hat viele verletzt. Blöder Idiot. Xell, bitte. Sei still. Küsst es, ich weiß. Bringst den blöden Idioten zum Garten zurück, richtig? Halt's Maul! Nein. Ah, ihr seid alle vom Garten. Xell. Böser Fehler, böser Fehler. Ganz böse. Wenn mir irgendetwas passieren sollte. Die komplette galvanianische Armee ohne Gnade den Garten angreifen. Ihr könnt mich jetzt gehen lassen. Gut gemacht, Weichei. Das ist ein blödes Großmaul. Sorgt ihr für Ordnung, Instructor, Mr. Leader? Da ist Xell echt in Fettnäpfchen getreten. Jetzt auf hinterher. Arme, arme. Ja, wen haben wir denn da? Bleib weg von mir. Ein kleiner verwirrter Junge. Willst du weitergehen? Willst du dich zurückziehen? Du musst dich entscheiden. Bleib zurück!
Der Junge in dir sagt dir, dass du mitkommen sollst. Der Erwachsene in dir sagt, dass du zurückbleiben solltest. Du kannst dich nicht entscheiden. Du weißt nicht die richtige Antwort. Du willst Hilfe, nicht? Du möchtest beschützt werden. Vor der Strafe. Halt's Maul! Schäme dich nicht, nach Hilfe zu fragen. Du bist einfach nur ein kleiner Junge. Bin ich nicht. Hör auf, mich Junge zu nennen. Du möchtest kein kleiner Junge mehr sein. Ich bin kein kleiner Junge. Komm mit mir zu einem Ort, von dem es kein Zurück gibt. Oh, die hat fiese Tricks drauf. Und weg ist er. Hey Leute. Wo ist Seifer? Wir wissen es nicht. Ihm wird's gut gehen, richtig? Wir haben unsere Basis gefunden, sie ist komplett zerstört. So, Leute, eine kleine Pause, geht gleich weiter. Okay, und weiter geht's. Und irgendwem was passiert? Ihnen geht's gut. Sie sind gut im Davonlaufen. Ah, ich will da runter. Ah. Wir müssen uns eine Zeit lang von Timper fernhalten. Das ist ein sicherer Ort, den ihr mich mitnehmen könnt. Das ist ein Befehl. Ein Befehl von deinem Auftraggeber. Erinnerst du dich? Okay. Gehen wir mal mit. Ah, da ist die Tür. Genug, ich habe gehört, eure Basis sind Schwierigkeiten. Kommt mit zu mir und lasst das Ganze ein bisschen sacken. Ich danke. Das wäre wirklich gut, ich danke dir. Auf was wartest du, Squall? Komm schon. Hier lang. Hier ist es. Ich lasse es euch wissen, wenn sich etwas ändert. Bis dahin, macht es euch hier gemütlich. Danke, Chief. Chief? Sie ist die Anführerin der Waldfüchse. Beinahe jeder hier in der Stadt ist ein Mitglied einer Resistance-Bewegung. Widerstandsbewegung.
Aber im Moment seht ihr die einzigen, die aktiv sind. Lasst uns eine Weile hier bleiben. Ich verstehe es immer noch nicht. Wozu ist Cypher hierher gekommen? Ich denke, er ist gekommen, uns zu helfen, den Waldeulen. Ich habe mit ihm viel darüber gesprochen. Also bitte denk nichts Schlechtes von ihm. Irgendwer hier? Was ist das? Ich habe zwei kleine Kinder hier. Tut nichts, was sie hier erschrecken könnte. Die Treppen rauf, schnell! Kommt sie klar? Mir geht's gut. Die Legende sagt, dass meine Mutter einen Soldat mit ihren eigenen Stärken besiegt hat, Kochen und ihrer Schönheit. Der Teil mit der Schönheit macht es wirklich zu einer Legende. Er wurde so wütend, als er herausfand, dass nur drei von euch nach Timber geschickt werden. What? Was? Es wird enden, damit enden, dass sie gegen die galvanische Armee kämpfen. Und sie sind nur drei Anfänger-Seeds. Verdammt, ich gehe nach Timber. Ich hätte nie gedacht, dass er das ernst meint. Der Typ ist immer meint es immer ernst, das solltest du jetzt schon wissen. So müde. Ich frage mich, ob es ihm gut geht. Okay, Xel redet nicht mit uns, er ist immer noch deprimiert, weil das verbockt hat. Oh, warum leckt mein Emulator gerade ein bisschen? Ah, jetzt geht's wieder. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, hier oben. Ein Stückchen müssen wir hier oben warten. Und weil das sonst, glaube ich, recht langweilig wird, werde ich das offscreen machen. Und ich rede nochmal mit Christus. Passiert da noch was? Was wird mit Cypher passieren? Er ist vielleicht schon tot. Kannst du nur. Er tut mir leid. Tut dir leid? Cypher würde es hassen, das zu hören. Okay, jetzt passiert noch was. Was ist daran so lustig? Du bist schrecklich. Warum denkst du, dass er schon tot ist? Weil der Präsident Galbadias, die Hexe, sind Verbündete. Cypher hat den Präsidenten angegriffen. Es wäre kein Wunder, wenn Cypher deswegen schon längst getötet worden wäre. Und wenn schon. Ich hoffe trotzdem, dass er noch am Leben ist. Denk, was du willst. Die Realität ist nicht so nett. Alles läuft nicht so, wie du es willst. So ist es. Egal, was du dir wünschst, das ist nicht meine Angelegenheit. Du bist gemein. Gemeiner Kerl. Was ist denn mit dir los? Tut mir leid. Das war mir wieder sehr feinfühlig, Squaw. Die galbadianischen Truppen sind weg. Nur ein paar normale Soldaten bleiben hier. Wenn ihr die Stadt verlassen wollt, ist jetzt eure Chance. Ihr wisst, wie aufdringlich diese Soldaten sein können. Okay. Wie wir aus Timber flüchten, ob wir noch weitere Kämpfe bestreiten müssen und wie es weitergeht,
sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Final Fantasy 8. Bis dahin, ciao, ciao.